Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area zu einem weiteren Halo-Teil, Halo 4, natürlich wieder mit Akira. Hallöchen meine lieben Freunde, wir haben uns mal wieder zusammengesetzt, um eine Runde Halo 4 zu spielen. Es geht endlich weiter mit der Halo-Reihe. Ich freue mich drauf. Ja, das letzte Mal in der Saga, ihr erinnert euch noch dran, Halo 3 hat damit geendet, dass der Master Chief sich pennen gelegt hat und sein Wecker nicht so, also er hat seinen Wecker gestellt, aber er weckt ihn etwas sehr spät, aber das werden wir dann gleich sehen. Ja, natürlich nach Halo 3, nach ODST und so weiter. Ist noch lange nicht Schluss, wir haben noch einige Halo-Teile vor uns und deswegen the show must go on, die Saga muss weitergehen. Genau. Und ja, Halo 4 habe ich besonders im Multiplayer sehr viel gespielt. Aber auch die Kampagne habe ich natürlich sehr viel gespielt, weil so gab ja immer. Reach war das mit den Herausforderungen, aber ich weiß gar nicht mal, ob es hier auch so großartige Herausforderungen gab. Keine Ahnung, jedenfalls kenne ich die auch noch ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Sheldon war und so weiter. Oder da konnte man auch so Terminals finden, halt all die Secrets, die man aus dem Halo-Versum so kennt. Ich glaube, wir werden aber einfach drauf losspielen und einfach definitiv Spaß haben. Richtig. So, und wie auch in den Vorgängern werden wir, wie euch wieder sagen, ich bin Chilling X, der gute Aranel ist Grinsflame. Wir sitzen wieder bei mir zu Hause und ich werde wieder oben sein, der gute Aranel wieder unten. Ja. Und ich würde sagen, stürzen wir uns einfach mal ins Abenteuer. Ja, natürlich, wie immer auf legendär. Muss sein. Shadow haben wir nur die Grundgeburtstagsparty und dieses Dings mit den Kampfdialogen. Also nichts Besonderes. Einfach nur for funsies. Let's do this. Oh. Kästen, oh mein Gott. Mit Menschen drin. Oh, ist ja nicht schön. Dieser glasige Blick. Erzählen Sie mir von den Kindern. Von der Frau, mit der alles begann. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für Ideologie. So ein bisschen Matrix muss sein. Oh ja. Wobei bei Halo man das auch immer so ganz stark so Alien-Einflüsse und sowas sieht. Sieht man auf jeden Fall, wo das herkommt. Waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel? Ein Schiff! Wissen, ganz viele kleine Schiffe. Und schon wieder diese Frau. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine Mensch. Oh, das ist, glaube ich, Harvest, ne? Nee. Dafür ist da viel zu belebt. Stimmt. Außerdem gab es da die Spartans noch nicht. Dann ist es. Nee, Reach ist es auch nicht. Vielleicht ist es niemand Basar. Das könnte sein. Berechtigt war. Diese hässlichen Eliten-Fuzzi-Heinis. Ich hasse sie. Aber es ist wahrscheinlich viel später. Es ist irgendwann im Krieg der Ringe. Im Ringkrieg oder wie auch immer man das jetzt auch nennen will. Ja, im Ringkrieg. Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen ja, ich weiß ganz genau, worauf er hinaus will. Nein. Sie sind anders. Die Akten belegen das. Worauf wollen Sie hinaus? Ich will einfach nur, dass Sie mir einen Kuchen backen. Ihr Zitronenkuchen ist so phänomenal. Den muss ich einfach probieren. Brutes. Gott, bin ich froh, dass es keine Boots mehr gibt. Ja, stimmt, die sieht man in Halo 4 zum Glück gar nicht. Katana! Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Ja, der gute John. Sie wollen ihn ersetzen. Hier ist Johnny. Hier ist Johnny. Ja. Master Johnny. Ich glaube tatsächlich, dass das mit die längste Anfangssequenz in einem Halo ist. Das kann sein. Bei Halo 2, sofern es denn existiert, wird wahrscheinlich eine längere haben. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Oh, jetzt ist er aufgestanden. Oh, jetzt lauf weg. Jetzt ist Feierabend. Cool. Mein Controller ist ausgegangen. Controller, you're ruining the show. GG. Seht ihr, die Cutscene ist so lang, dass Controller schon keinen Bock mehr hat. Er denkt sich so, fuck this shit, I'm out. Gut, dass meiner ein Kabelcontroller ist. Der kann nicht ausgehen.
Ja, jetzt geht der auch aus. Das wäre lustig. Das Kabel legt sich so, ich habe keinen Bock mehr. 4 Jahre nach Nerd guckt ohne mich weiter. Dem Halo. Din, din, din. Ein kaputtes Schiff. Din, din, din. Ja, Forward Unto Dawn. Ist nicht viel von übrig geblieben. Vorwärts in den Sonnenuntergang. Aufgang. Aufgang, meine ich doch. Hab ich doch gesagt. Ich habe das aber auch lange Zeit immer verwechselt, Dusk und Dawn. By the way, eine echt dämliche Übersetzung. Vorwärts in den Sonnenaufgang. Geiles Schiff, geiler Name für ein Schiff. Ja. Ja, Pillar of Autumn ist auch gut. Pfeiler des Herbstes. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Mal im Ernst. Eine Kiste. Ganz viele Kisten. Eine leuchtende Kugel. Sie leuchtet blau. Was macht das? Sie leuchtet blau. Verstehe. Eine Frau in blau. Hey, guck mal, es ist Dr. Horsey. Ja, so indirekt sogar schon. Indirekt hast du recht. Insider. Insider-Information. Falls ihr die Anspielung nicht versteht, lest die Bücher. Dafür muss man, das sieht man auch hier gleich. Ich glaube, ja, in 4 wird das auch nochmal mehr ausgeführt, aber ja. In der Originaltrilogie wird das mit keinem Wort erwähnt. Da trifft man ja auch eigentlich nie auf Halsey selber, nur in Reach. Ja, nur in Reach und hier in 4 trifft man, glaube ich, auch nicht auf sie, auf ihr. Ihr? Hä? Auf ihr. Auf ihr, auf ihr, ja. Auf ihr trifft man sich schon mal gar nicht. Warum denn? Ich dachte, Cortana und Chief treffen sich so auf ihr drauf. In Wirklichkeit sind es alles nur Flöhe auf Dr. Halsey. Ein ganzes Universum. Ja. Genau, die Ringe sind doch eigentlich in ihrem Kopf drin. Es sind die Piercings. Es ist ein Typ in der Rüstung. Ja. Wenn es denn ein Typ ist, das weiß man ja nicht. Vielleicht ist Johnny auch ein weiblicher Name. Das wäre der Mega-Plot-Twist. Wir sehen uns. Oh mein Gott. Es ist so schön. Lass mich hier raus. Wir sind immer noch auf der Dorf. Warum weckst du mich? Moment. Ich bin Original. Du bist nur so ein Sidekick. Danke. Ja, du kommst auf der Seite raus. Hallo. 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 Aranel. Kann ich jetzt hier ich raus? Ich dachte, das ist Halo, nicht Fallout. Ah ja. Danke. Du musst hochgucken, kommst du auch raus. Ja, aber nicht. Echt nicht? Nee. Ich muss erst abwarten, bis bei dir die Sequenz gelaufen ist. Jetzt darf ich hochgucken. Yay, ich darf hochgucken. Die Systeme melden Eindringlinge. Ich darf mitspielen. Hi, Dude. Was geht? Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer diese... Ja, doch, irgendwo... Ah, hier. Vielleicht ein Rettungsdeck. Okay. Ja, was ich hier auf jeden Fall noch weiß, ist, hier unten ist das erste Terminal. Aber wollen wir die alle wieder suchen, oder was? Ich wollte es nur zeigen. Das ist halt, wie gesagt, wir machen einfach für Funsies. Wenn ich halt zufällig einen weiß und den ersten, der ist halt easy, den werde ich nicht mehr vergessen. Da. Ich werde dir auch nicht aktivieren, weil die Sequenzen sind ellenlang. 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage. Jemand hätte uns. Gut, dass ich noch genau weiß, wo ich hin muss. Was ist das? Sensorenscan. Also wir haben es beide schon sehr lange nicht mehr gespielt. Vor allem ich nicht. Ja. Und deswegen ihr dürft uns das Schießen verzeihen. Ups. Fuck. Oh nein, Kiste! Unser Erzfeind, Kiste. Muss ich das alleine machen? Ja. Oh wow. Kletter, Akira, kletter! Hilfe! 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 Andere spielen zu der Zeit Shadow of the Tomb Raider. Die spielen Halo, das ist das gleiche. Hilfe! 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 Oh Gott. Oh mein Gott. Er ist so hässlich. Geh fliegen. Nein, das ist das Partikelschwert hier. No. Oh Mann. Da ist es mir. So habe ich das erstmal auch so geärgert. Ich dachte mir so, hey Eliten, nein, Partikelschwert. Wo auch immer der jetzt hergekommen ist.
Sneaky. Guckt euch den an, weißt du? Ich weiß ja, dass du uns machen kann. Alter, ich treffe halt gar nichts. Aber stimmt, ich bin ja legendär. Ja. Sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ich hab mich schon gewundert, warum du so vorprescht. Ich dachte halt, das sind nur Guns. Und ich meine, es hat ja auch funktioniert. Aber ja, einer mehr und das wäre schon ein Problem gewesen. Das war der Letzte. Das war der Letzte. Schilde, damit wir sehen, der war das Letzte, ja. Du bist das Letzte. Hey. Friendly Fire. Das aktiviert? Keine Ahnung. Gute, ich hoffe nicht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Ja, es sind nur abtrünnige Schrottsammler, bin ich mir ganz sicher. Schrottsammler, ja, bin ich mir auch. Also, das ist eigentlich schon ein trockener Tücher. Lauf! Ja, sieht sehr nach Schrottsammlern aus. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Gucken wir direkt mit der ganzen Staffel an. Oh, hier sind Granaten. Das ist eine Möglichkeit. Landungsschiff flankiert uns! Landungsschiff flankiert. Flanger. Da, fress Granaten. Granaten. Und noch eine Granate. Ja, das kann ich auch. Immer schön Granaten werfen. Oh, ich hab keine Muni mehr. Oh, shit, da kommt noch einer. Wow. Nein. Haranel. Bitte. Der Druckausgleich dauert ein paar Minuten. Oh, das könnte jetzt lustig werden. Okay, ich schaff das. Ja, ich glaube an dich. Ich Profi. Genau. Oh, ich habe wieder Muni. Danke für deine Muni, Aranel. Sehr freundlich von dir. Das war ein Schwein, ne? Nein! Ich schaff das. Ah! Yay! So viel dazu. Ja. Dankeschön. war's das? Wir müssen von diesem Chef. Hallo? Wir haben schon. Probleme. Nice. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Ja, wir gehen ja schon. Doch hier. Doch der hier. Dammit. Ah, ja, du. Boah, diese Vibrations. Ja. Good vibration. Attacke! Oh Gott. Granate! Das war's mit dem Penner. Mhm. Das ist halt das Schöne, zu zweit kann man so einzelne Eliten einfach überrennen, so zum Beispiel. Kannst du ja nicht, dass ich dich gerade geschlagen habe? Nee, dann wäre ich jetzt tot. Wie ich immer auf X nachladen will. Die haben ihre Schilde gesenkt. Oh ja. Falls sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Wow. Furchtgranate. Alter. Ich glaube, die sind tot. Zwei Schüsse. Bis auf der da. Immer nachladen, ist wichtig. Diese Allianztruppen scheinen noch. Ach, kommt der rum. Oh, wow. Nein, ich hab keine Muni mehr. Tot. Verfolg mich nicht, du Penner. Mit diesem Stalker. Vespa. Easy. Wie weit noch zur Rakete?
Wir sind fast da. Mach auf. Ja, wir sind fast da. Mach die Scheißtür auf. War das nicht auf der anderen Seite? Oh nein. Eine Menge. Hallo. Hi, Dude. Granate. 2 Seitengranate. Was? Hallo, schieß bitte. What the fuck? Run away. Flucht. Ah, okay. Was ist denn hier los? Ich bin noch nicht einmal gestorben und der gute Aranel schon zweimal, ey. Was ist denn da los? Ja, weil ich spiele als wäre es heldenhaft oder so. Und vor allen Dingen, weil mein... meine Passperson nicht schießen wollte. Jetzt eigentlich sterbe ich aber. Sein. Ja, ja, ich auch. Wow. Nice. Guter Start. Ah. Erstmal wieder umgewöhnen, das ist nicht Multiplayer. Da muss man schon ein wenig vorsichtiger spielen. Hehe, der stuckt, mein Freund. Pushgranate. Oh ja, danke schön. Stirb jetzt. Elite. Ja. Dann 2 Eliten. Dann ist meiner zu dir rübergegangen. Verdammt, bin gestorben. Okay. Actionkamera. Er verfolgt mich, nein. Geh weg. Boah, ich bin gerade wieder gekommen. Charge. Stirb. Da ist noch einer. Ja, das ist der gefährliche. Der wirklich gefährliche. Oh nein. Nein! Stirb. Ich hab das gerade gedacht, mir wäre noch einer gewesen. Das bin nur ich. Weil ich plötzlich von hinten Damage gekriegt habe. Ja. Okay. Du Traitor! Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Trouble in Halo Town. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Cortana. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Oh ja, hier habe ich jetzt die perfekte Bewaffnung für. Verpasst, voll die gute Chance. Hier ist eine Pistole, hier ist eine Pistole. Immer der Reihe. Bei mir. Wo ist sie hin? Sie fliegt hier irgendwo. Ich habe sie aus den Augen verloren. Okay, ist die auch schon da? Was anderes suchen oder mich irgendwie anschleichen, was nicht so. Aber hier müssen auch irgendwo Dings liegen, DMRs oder Kampfgewehre. Ja, ich meine auch das hier. Hier ist deine Plasmapistole. Wow. Also eine Plasmapistole. Ja, hier. Hier. So, eine Plasmapistole. Hier sind Kampfgewehre. Okay. Ich komme! Ah! Ich werde hier angesniped. Penner da hinten. Ja, es sind ein paar Scharfschützen. Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Oh Gott. Okay, ich bin scharf jetzt aus den Augen verloren. Versteckt sich da irgendwo. Oh, Elite. Oh wow. Ich bin tot. Da ist noch irgendwo einer. Oh, man spawnt jetzt hier sogar mit einem Kampfgewehr. Das ist gut. Ich zumindest. Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Jetzt habe ich eine Richtung.
Das sehe ich normalerweise. Ja, da ist der Sniper. Ich wusste es doch. Stirb. Blip. Abschuss eingeleitet. Jetzt wird's lustig. Ja, wird's wirklich. Lass uns die Schutze durchklemmt. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Gehen Sie runter. Und dann. Man kann nicht einfach in einem durchrennen. Ja, ich weiß. Ich mache es eigentlich immer. Eben weil ich weiß, wie ätzend das sonst ist. Entweder kannst du in einem durchrennen oder du sneakst dich ganz hinten vorbei. Einmal außen rum. Kannst beides machen. Oh yeah. Scan. Es ist der Todesstern. Ein sehr heller Todesstern. Riesige Metallplaneten? Run away! Werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Ach ja, wir laufen einfach vor der Gravitation weg. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Vor allem, das fand ich so lustig. Alles hier wird schon angezogen, weiß aber der Chief nicht. Nein. Der Chief ist viel zu schwer dafür. Markiere die nächste Luftschleuse, los! Der hat ja die letzten Jahre nicht sich nur von Donuts und Burger King ernährt. 40 Jahre. Mach auf! Folge mir, ich kenne den Weg nicht. Hallo. Ha, ich bin oben. Jetzt war ich mal oben. Leute, wir fast gleich auf sind. Wir sind fast da. Moment. Oh Mann, das wollte ich machen. Messer an. Flatsch. Noch ein Messer an. Das ist wichtig. Ja. Wir schaffen es. Ja. Vielleicht auch doch nicht. Hui. Hui. Super Mario Galaxy. Aua. Sind die Gravitationsrichter gefangen? Okay, da war was im Weg. Okay, da ist ganz viel im Weg. Aua. Da ist ein Schiff im Weg. Hallo Schiff. Aua. Oh nein, au. Aua, das hat weh. Halo 4. Very nice. Yay. Zwei Erfolge für 20 G. Für 20 Gramm. 20 Gramm. Easy. Wir stürzen ab. Kommt eine Schrotthalde vom Himmel geflogen. Das ist halt echt so. Und schon wurde der Planet zu einem Müllhaufen. Ja. Easy. Vom Supersoldaten zum fliegenden Müllhaufen. Eine Hand. Und natürlich liegt auch genau da sein Gewehr. Mhm. Ne? Hatte der erst dabei. Ja, weiß ich. Hat er gut festgehalten. Ach, während er von der Metallplatte erschlagen worden ist. Hallo. Ich lebe noch. Ja. Oh. Ach, Scheiße. Wo sind wir? Wo genau bin ich gerade? Deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Cortana ist kaputt. Ja, ein bisschen. Vor dem Verlassen der Dawn, stimmt. Musst du wieder reparieren. Chief, wirklich, mir geht es gut. Ja, ja, dir geht's gut, mir geht's gut, uns allen geht's gut. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. KIs degenerieren nach 7, Chief. Chief, du Flasche. Sei nicht so sensibel. Und hör auf, so viel zu quatschen. Also echt, ey. Was ein Weicher, ey. Ich kann schaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin.
Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Ist so. Wir müssen los. Ist so. Echt mal, weniger reden, mehr laufen. Ist so. Aber nicht mehr in dieser Episode. Wir werden nur fix nachladen. Viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft. Die ausreden lassen. So einige? Vielleicht. Warum? Ja. Wir müssen immer noch nach Hause. Einen Weg nach Hause finden. Und ja, genau das werden wir dann in der nächsten Folge tun, auch wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir sehr weit weg von zu Hause sind. Aber das werden wir dann sehen. Wir müssen erstmal rauskriegen, wo wir hier eigentlich sind, wie wir aus diesem Schrotthaufen hier rauskommen. Und naja, vielleicht findet man unterwegs auch noch irgendetwas Nützliches. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Das ist... Ja, bombiger Abschluss für die erste Folge. Bis zum nächsten Mal.